Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Entwicklung in der Ukraine, das rücksichtslose Vorgehen Putins zeigt, dass Russland rote Linien überschreitet, dass Völkerrecht gebrochen wird. Entsendung von Söldnern, Soldaten und Waffen. Wir haben im Einzelnen bereits darüber diskutiert. Die Anrainerstaaten Russlands sind wachgerüttelt. Die machen sich ernsthaft Sorgen. Die sehen eine ernste Bedrohung. Auch in Deutschland, gestern gab es eine Online-Umfrage, ein Großteil der Bevölkerung macht sich Sorgen über die weitere Entwicklung, auch Sorgen für Europa. Aber geht tatsächlich eine aktuelle Bedrohung von Russland aus, die uns, die NATO-Staaten, die EU-Staaten betrifft? Steht die Besetzung von Estland, Lettland, Litauen unmittelbar bevor? Ist die Situation gar vergleichbar mit Ungarn 1956 oder der Tschechoslowakei 1968? Ganz eindeutig nein. Putin steht zwar für Machtmissbrauch und Korruption, für Zentralismus, Verletzung der Menschenrechte, Gleichschaltung der Medien, politisch motivierte Gerichtsurteile und Bruch des Völkerrechts. Es gibt aber keine Anzeichen dafür, dass Putin Staaten der Europäischen Union destabilisieren will oder uns sogar besetzen wollte. Die Annexion der Krim und die russischen Aktionen auf ukrainischem Staatsgebiet dienen vielmehr einem handfesten machtpolitischen Ziel. Russland will seinen territorialen Einflussbereich in der Region abstecken. Russland hat natürlich sieht eine hohe strategische militärische Bedeutung der Krim, ein Militärstützpunkt für Schwarzmeer und Mittelmeer. Diesen galt es aus russischer Sicht zu sichern. Russland will die Ukraine als Nachbar schwächen, um in der Region die Vormachtstellung zu bewahren. Wenn es Putin aber tatsächlich darum ging, Meter für Meter Gebiet zu erobern und zu halten, dann wäre der Friedensplan, der jetzt in der Ukraine in der Umsetzung ist, nicht nachzuvollziehen. Die russischen Kräfte, und das wird beobachtet, ziehen sich zurück. Das wäre nicht nachzuvollziehen, wenn tatsächlich eine unmittelbare Bedrohung für Europa in Gänze bestünde. Niemand weiß aber, wie wird sich die russische Politik weiterentwickeln. Russland rüstet auf, weltweit. Russland hat die Nuklearfähigkeiten reaktiviert. Russland ist im Moment dabei, Waffen einzukaufen, zu modernisieren. Und Russland kann in der Zukunft gegebenenfalls bei einer anderen Ausrichtung gefährlich werden. Die Bundeskanzlerin hat mit Blick auf die baltischen Staaten noch mal deutlich die Beistandspflicht betont. Meine Damen und Herren, das ist nicht lediglich ein Papiertiger, dass man sagt, das ist eine Wiederholung der Vertragstexte des NATO-Vertrages und des EU-Vertrages. Nein, wir sind zwar verpflichtet, Beistand zu leisten, aber alle Juristen sind sich einig, es steht keine konkrete Art der Verpflichtung, in welchem Umfang und wie man sich beteiligen muss in den Verträgen. Und deshalb war die Botschaft der Bundeskanzlerin an dieser Stelle sehr wichtig. Und die Botschaft für uns lautet, wir lassen keinen Partner im Stich. Im Notfall sind wir solidarisch und stehen alle gemeinsam beieinander. Das darf es nicht geben. Aggression, Angriff, Bruch des Völkerrechts. Wir werden uns alle mit allen Möglichkeiten und Fähigkeiten dagegen zur Wehr setzen. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr haben wir bekanntlich neu ausgerichtet. Was wir aber bis heute nicht gemacht haben, der Kollege Schockenhoff hat es angedeutet, die sicherheitspolitische Generaldebatte geführt, eine Strategiedebatte geführt. Gemeinsam mit dem Kollegen Roderich Kiesewetter ist heute auch dabei, bin ich der Auffassung, dass wir gerade angesichts der aktuellen Entwicklung dringend im Bundestag eine Strategiedebatte zu führen haben. Erstens, wie definiert denn Deutschland überhaupt seine außen- und sicherheitspolitischen Aufgaben? Zweitens, welche Zielrichtung folgt aus diesen außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands? Drittens, welche Regionen sind denn überhaupt im Fokus?
Viertens, welche zivilen, und die Kombination ist ganz wichtig, zivilen und militärischen Instrumente wollen wir einsetzen in unserer Planung? Fünftens, wie lässt sich in der Planung eine verstärkte Zusammenarbeit, Bündelung und Teilung der Aufgaben innerhalb des NATO-Bündnisses und innerhalb der gemeinsamen Ausrichtung der Europäischen Union vielleicht effektiver und besser darstellen? Führen wir die Strategiedebatte nicht, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir in Zukunft eventuell sogenannten strategischen Schocks ausgesetzt werden, wie in der Vergangenheit. Man hat innerhalb der Bundeswehr gewisse Entwicklungen für unwahrscheinlich gehalten und deshalb die Strategie der Bundeswehr auch nicht darauf ausgerichtet. Konflikt- und Krisenmanagement kann weiterhin nur funktionieren, wenn die militärischen und zivilen Handlungsfelder umfassend miteinander vernetzt werden. Der Bundestag geht mit der Einrichtung des Unterausschusses im Auswärtigen Ausschuss für zivile Krisenprävention eindeutig in die richtige Richtung. Aber, meine Damen und Herren, die bestmöglichen Ergebnisse als Bundestag können wir nur erzielen, wenn alle Bereiche, die damit zusammenhängen, miteinander vernetzt werden. Das ist Außen-, Innen-, Verteidigung, Entwicklungshilfe, Zusammenarbeit, Wirtschaft, Recht und natürlich auch Europäische Union, Europa. Das sollten wir zügig angehen. Und erst wenn wir die Strategiedebatte geführt haben, wird feststehen, welche Aufgaben die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik definiert und ob eine bessere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene oder Ebene des Bündnisses in Betracht kommt. Da sitzt Norbert Bartle. Wir alle haben die schwarze Null natürlich im Blick. Die ist wichtig. Aber für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist die innere und äußere Sicherheit nach wie vor eine Kernkompetenz. Die ist unverzichtbar. Erst dann, wenn durch die Strategiedebatte feststeht, welche Aufgaben zu erfüllen sind, werden wir wissen, ob wir zusätzlichen finanziellen Bedarf haben oder nicht. Wir dürfen hier in keinem Fall zulasten der Sicherheit sparen. Meine Damen und Herren, Europa braucht eine Außenpolitik aus einem Guss. Die Europäische Union wird immer noch als außenpolitischer Zwerg bezeichnet oder wahrgenommen. Ich halte diese Kritik in dieser Härte für überzeichnet. Aber eins ist doch klar. Die neue Kommission muss der neuen Vertreterin, hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, in jedem Fall viel stärker als bisher die Kompetenz der Außenpolitik auch tatsächlich auf europäischer Union einräumen und ihr diesen Stellenwert auch zugestehen. Es ist nicht in Ordnung, dass bereits im Vorfeld des Amtsantritts an der neuen Außenbeauftragten Federica Mogherini Kritik geübt wurde. Ich sage Ihnen, geben wir ihr doch eine Chance. Wünschen wir ihr, natürlich auch dem Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und dem gestern vorgestellten Team alles Gute und eine möglichst gute Arbeit für Europa und die Welt. Meine Damen und Herren, Außenpolitik ist eines der wichtigsten Felder. Lassen Sie uns gemeinsam an der Außenpolitik für die Menschen arbeiten. In diesem Sinne vielen Dank und arbeiten Sie mit an den besten Lösungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als nächster Redner hat der Kollege Alois Kahl das Wort.